Willkommen zurück zu Bloodborne, dem Spiel, wo wir den guten Gehilfen machen. Wobei ich immer noch nicht ganz sicher bin, ob der gute Gehilfe der Endboss ist. Aber ein Zuschauer auf YouTube meinte, ich soll mir das DLC doch mal antun, wenn sich irgendwie die Welt verändert und ich sehe das schon, wenn das soweit ist. Ich nehme an, die brennende Hütte ist vielleicht ein Zeichen dafür? Ich versuche jetzt trotzdem mal das DLC. Mal davon abgesehen, dass ich Bursche hier durch Dingsbums eh noch nicht tot kriege. Ich gehe erstmal in den Albtraum Seegas. Vor allen Dingen, es gibt noch so zwei Orte, wo ich nicht weiterkomme. Es gibt oben diesen Turm bei diesen Pulverfässern. Da war eine Tür, die ich nicht gekriegt habe. Nein, es sind drei, aber bei dem Ort weiß ich mittlerweile, dass es der nie aufgeht. Und zwar bei diesem Dorfplatz, wo diese eingebrochene Brücke ist, war auch eine Tür, die nicht aufging. Und dann gibt es noch bei Sofka gab es noch ein Ding, was nicht aufging. In der Kathedrale gibt es hier nicht was Schönes? Nein. Das ist der Albtraum des Jägers. So, hier müssten wir jetzt ja eigentlich. Eigentlich. Was wenn es die Viecher hier sind, die an der Decke hängen, oder? Da hängen ja keine Viecher an der Decke. Nicht? Ich denke, das ist ein Albtraum. Also. Achso, warte mal, was ist. Oh, das ist. Dieses klitzekleine, sanfte Auge da am Himmel ist wahrscheinlich überhaupt nichts. Also, es sollte wahrscheinlich der Mond sein, was sieht da trotzdem eher aus wie so ein Auge, ne? Und diese komischen umschwemmten Statuen. Also, naja, das ist halt ein Albtraum, ne? Und das könnte ich gerade bei der Web sehen. Ne, ist halt nur das Blut. Ach stimmt, hier waren ja diese beiden NPCs, die mich letztes Mal einfach komplett totgehauen haben. Ich erinnere mich wieder. Sieht aus wie ein schortiger Shortcut. Sind diese Steine nicht da schon mit diesem Muster? Was ist für Ghule? Ich höre den nicht mal, so weit ist der weg. Ach ne, da haut die Vieh um. Das Problem an ihm hier war halt, dass er glaube ich nicht alleine war, oder? Das ist nicht ganz synchron, oder? Bin tot. Kann das sein, dass das Spiel nicht ganz synchron ist? Das wäre ärgerlich. Aber das wäre kein Unlauf. Das wäre kein Problem. Können wir mal diesen hier machen oder was so? Das war meine Webcam. So. Zack. Zack. Ich glaube, es ist synchron. Mehr oder weniger. Bin mir immer so unsicher bei solchen Geschichten. Ja, wir sind übrigens das erste Mal gestorben heute. Ist das das? Ist das eine Leiche? Ich habe das Gefühl, dass auch ihm noch viele treffen. Oder ich bin jetzt für das DLC overlevelt. Das kann natürlich auch sein. Alte Jägermütze, kann die was? Habe ich die schon? Schwarzer Kirchenhut. Was ist das Ding? Zylinder? Ach ja. Alte Jägermütze mit der breiten Krempe, die den scharfen Blick verhüllt. Früher einmal als Jäger noch wie Sand am Meer gab, war dieses Teil ihre Standardkraft. Wie Sand am Meer? Welches Meer? Janam sieht nicht aus wie ein Ort, der nahe am Meer gebaut ist. Ganz ehrlich. Das war jetzt aber ein anderer, oder? Weil. Der Weg, der da oben ist ja eine Sackgasse. Also im Prinzip, das ist ja der gleiche Ort wie draußen die Kirche. Also das ist. Da oben führt es ja zur großen Kirche und wir kennen das ja alles. Der Ort ist ja. Also diese komischen Jäger gibt es anscheinend öfter, das war der so schnell tot. Er ist doch der Albtraum des Jägers, ne? Für sich wiederholende Gegner ist der Typ natürlich viel recht anstrengend. Ne? Ich weiß nicht, ob ich so Lust habe, den so oft zu bekämpfen. Ach so, hier kam der hinterher runtergeschwungen. Das waren es jetzt mal zwei. Ja, ich verstehe. Der droppt doch ein Blutfuel. Das ist immer ganz nett von ihm.
Es erinnert schon so ein bisschen an das. Ach, guck mal, ach so, jetzt ist, das ist natürlich auch eine neue Interposition. Jetzt kommen wir auf diesen Platz hier, aber das, jetzt kürzen die dieses komische Sandzeug, kürzt das ja ab, den Pfad. Ein Toter hier? Rasen ist Kaltblut 9. Okay, ich finde, da bin ich doch ein bisschen oberlevelig hier. Ihr seid doch nicht tot. Doch. Der Hund sieht ein bisschen aus wie ein Rocky. Na gut. Er redet mit mir. Ja, der hat. Ne, der hat nicht so ein besser wie ich. Also. Aua. Aua. Hm. Aber er hat immer mit mir geredet. Guck mal, jetzt könnte ich das Tor aufmachen. Dann machen wir das erstmal. Jetzt muss ich vor allem nochmal hoch. Weil ich gerade den einen Gegenstand übersehen habe. Guck mal, aber jetzt ist das Ding da oben zugenagelt. Zugemauert, wo vorher der Durchgang war. Der zu in die Unterstecke geführt hat. Oder wie auch immer der Ort hieß. Das ist subtil. Also es ist wie gesagt der Kirchplatz, den kennen wir ja nicht ganz gut. Da sind wir ja mehrfach lang gelaufen. Habe ich eigentlich die Mollys bei? Ach ja genau, weil ich der Krähe an den Kopf werfen wollte. Ich habe da hier irgendwo noch mal eine Handlaterne. Vorhin ist es der Albtraum, die Siegers weiß, hätte ich da Tachis? Ist das der Albtraum, dass es auf einmal hell sein könnte? Komme ich hier nicht wieder zurück? Das sieht auch wie aus wie eine Rutschpartie hier. Ich höre schon wieder, ob wir hier. Und das ist noch so ein Jägerfried. Macht er da? Will der da hochhauen? Oder ist der Albtraum des Jägers eine Welt, in der die Jagd niemals geendet hat? Also noch länger ging als die wir schon erlebt haben. Oh, was ist das da oben für eine lustige Kugel? Ach, ich ahne, was das für eine lustige Kugel ist. Also so ein bisschen taghell sieht hier schon aus. Ich glaube, er hat ein Problem. Ich bin gerade ein bisschen zögerlich, wo ich jetzt. Was gibt's hier? Den Pfad wiederum gibt's. Das ist interessant. Ja, das müsste uns ja eigentlich runter zum. Was seht ihr denn alles? Sondern die Typen hier sind es eigentlich immer von mir Angst haben, wenn ich Licht gemacht habe. Oder hätten die mit mir geredet? Ist der Traum andersrum, dass die Monster friedlich sind und die Jäger mich angreifen. Ach verdammt, jetzt habe ich hier wieder nicht meinen Gegenstand gekriegt. Ach. Nein, muss man wieder zurücklaufen. Genau, hier oben war der komische Sensentyp, der übrigens nie seine Sense gedroppt hat. Wie ich mal fürs Protokoll feststellen möchte. Die Sense, die ich gerne gehabt hätte. Halt die Jägerschuhe. Aha. Wahrscheinlich steht da leicht, dass es, mein Wettbewerb, ich glaube, diese Zeit besagt, dass der Bestienblut das rechte Bein hochkriegt, sonst steht der doppelt umwickelte Gürtel. Uns hier ja vor Bestien geschützt hat. Wahrscheinlich interpretiere ich auch viel zu viel darin rein, in diese Welt hier, das ganze Dings hier. An sich soll es wahrscheinlich einfach nur ein Lovecraft-artiger Horror sein und dann war es das gewesen. Ein Schrecken ohne Gleichen. Ohne irgendwelche besonderen. Und dass hier großartig viel Erklärung rankommt. Die machen nur mal so ein, das werden sie weg für immer, Geräusch. Bin ich hier jetzt los oder kommen die wieder? Hey. Wenn ich richtig finde, dass hier der Ort, wo die hinkommen, die einfach keine Ruhe finden, die töten, das töten zu willen. Ach, die wir quasi in einer anderen Welt verbannt haben. Mehr oder minder. Wir haben ja zwischendurch. Ich meine, das ist der Albtraum des Jägers. Und der Albtraum des Jägers ist ein helllichter Tag. Das würde zumindest erklären, warum hier so viele Jäger rumrennen. Weil.
wenn die Nacht niemals endet oder die Nacht, die Jagdnacht niemals aufhört, das ist natürlich klar, das ist immer mehr den Wahnsinn verfallen. Weil anscheinend ist der Wahnsinn ja unausweichlich. Wo sich dann natürlich wieder auch die Frage stellt, ist die ganze Bloodborne-Story quasi nur die Erinnerung an die Nacht der Jagd, dass dieser Wahnsinn halt in Realität stattgefunden und dieser Traum quasi nur die wiedererlebte Erinnerung ist. Haben die Angst vor mir? Ja. Wahrscheinlich nicht, oder? Die haben wieder keine Angst vor mir. Doch, die haben Angst vor mir. Ach, guck mal, da hinten ist ein Jäger mit Fackel. Der wird mir bestimmt helfen. Aua! Das ist ganz schön. Die haben wahrscheinlich eher Angst vor ihm als vor mir, oder? Oh, na, das ist so. Hallo, Yummy Koi. Bist du ein Fisch? Er hat voll die krasse Feuerachs. Möchte er die droppen? Was? Das habe ich getroffen? Frechheit. Oh, da ist tatsächlich was. Ah, nicht die Feueraxt, verdammt. Ich bin hier, Frau, kann man einfach immer hier reinpräsentieren. Naja, gut, die Dark Souls-Lore war aber relativ, also was ist hier, relativ interpretationsfrei, aber zumindest so ein paar Basic waren halt relativ klar. Aber, ach guck mal, das ist ja auch zu. Obwohl, es geht eventuell, ne, es ist zu. Wie los? Riecht nach Wahnsinn, ja, in der Tat. Ich meine, die Dark Souls-Geschichte war ja irgendwie so mit Gwyn und so und den ganzen Leuten. Das hat zumindest irgendwie so ein bisschen zusammengepasst. Hier, Bloodborne fängt halt an, du liegst da bei irgendeinem Typen, wird irgendwie was über Blutmagie erfahren. Und irgendein Opa, Achso, die scheuen davor zurück, wenn ich die angucke, oder? Irgend so ein komischer Opa sagt, ja, in Jahren wird Blutmagie praktiziert. Aber wie soll ein Fremder wie ihr das erfahren? Ja, das ist toll. Und dann wird halt nicht gesagt, ob das Janam vielleicht ein Ort ist, der gar nicht mehr existiert oder aufgehört hat zu existieren wegen der Blutmagie. Sechs Blut, ja, so schlecht. Das ist doch leider auch zu. Oder ob Janam tatsächlich noch ein existierender Ort ist oder Janam immer ein Konzept in diesem Traum ist, dass diese Nacht der Jagd quasi ein Konzept ist. Ein heimlich gekriegter Albtraum, die sich Leute teilen. Ne? Was? Kolko. Ne? Ich habe keine Ahnung, was dies zu bedeuten hat. Ich muss da an den Fisch denken. Apropos FromSoft geben. Ich habe gesehen, da im März kommt irgendwie so ein komisches, ich wollte gerade Japaner-Spiel sagen, aber das stimmt gar nicht. Es kommt vielleicht Japaner drin vor, aber es spielt in Japan. Aber von dem, was ich so gelesen habe, ich habe mir da so nichts angeguckt, klingt's... Ist hier noch ein Jäger? Oder ist der gerade noch aus Freude nach links gesprungen? Ich sollte den hier intelligent ausweichen. Aber von dem, was ich so gelesen habe, ist zwar von FromSoft, wird aber anscheinend nicht besonders Soulsborne-like, weil es halt irgendwie, zumindest der Kampf hat sich so gelesen, es geht darum, die Gegner so lange rumzutänzeln, bis du den einzigen tödlichen Schlag machst. Also so ein bisschen wie so ein Anime. Ja, Sekiro, genau so hieß es. Ich hätte es auch ergoogeln können. So, es steht hier an den alten Jägergewand dran. Eines Tages verschwanden die Jäger und die Janamiten begannen, über die Sünden der Jäger zu tuscheln. Trunken vom Blut und auf der Jagd nach Bestien sind die alle den Albtraum verfallen. Ist der Albtraum ein physischer oder nicht? Der eine Typ hat... Also im Traum sind ja anscheinend auch Geheimnisse zu verstehen. Also ich stelle mir das hier mehr so Inception-artig vor, das ganze Ding hier. Die Träume und die Unterträume und die Albträume. Und je tiefer man halt in der Inception ist, desto größer werden diese Albträume. Das ist ja eigentlich ein Standklang, der Jäger herstellt in der Werkstatt. Wenn die Tür escaped, ist die Blutwäsche. Oder ist der Albtraum des Jägers mehr an der Jetztzeit dran als alles andere? Sollte ursprünglich ein Tenchu werden, was man überzeugt, um das in die Tenscherei hinzuzufügen. Jetzt muss ich direkt mal eine Wissenslücke. Guck mal hier, die Steine sind so abgeklärt. War es in der echten Welt auch so? Also in der echten Welt. Was zur Hölle ist ein Tenchu? Ich finde bestimmt nicht gut, was da gleich rauskommt. Oh, ein großer. Ist das so ein... Ach, guck mal, das sind Dorfbewohner. Oh, ein Lovecraft-Horror, der zaubern kann. Der hört sich ein bisschen an wie hier, Executor Argo. Oh.
Ah, der kann nur auf Tentakeln, das ist ja schön. Na gut, das war, ja. Nee, da erinnere mich halt an die Dark Souls 3 DLC, also Wing City DLC-Typen hier, diese Ritter, wie hießen die denn? Die dicken Aufgeblähten, die eigentlich nur noch irgendwie aus so komischen Zeug bestanden. Die hatten einen tollen Namen. Was ist der letzte Weg? Oh, hier ist noch eine Tür. Die sieht tatsächlich benutzbar aus, oder? Offensichtlich von dieser Seite. Naja gut, aber vielleicht eines Tages. Also muss ich aber schon wegen diesen scheiß Jäger da oben kämpfen. Ah. Wenn man hier durchrennt, ist der Weg, glaube ich, gar nicht so weit, oder? Ich glaube, es wäre voll klug, wenn ich den Typen tatsächlich mit dem großen Schwert angreife. Das nehme ich in Ruhe, den Typen bei Renner. Sind das eine Reihe, die für PS1 fängt, sich bis jetzt PS2 erste X-Men? Stealth, wenn ich nötig Zweitkampf. Ach, stimmt, sowieso als Semi-Stealth wurde es auch beschrieben, ne? Das Sekiro. Das soll ja auch mehr so ein, nicht Ninja, sondern ein Samurai-Spiel werden. Glaube ich irgendwie nicht. Weil du musst ja irgendwie die... Ach, ich habe schon wieder alles vergessen. Ich habe ja jetzt den Tag durchgelesen, aber das war irgendwo auf Arbeit und das war... Können wir nochmal über diese Feuerflügel reden? Danke. Ach, die gibt's ja auch noch. Okay, ich sehe den Punkt mit dem Blutdurst ein. Das ist... Okay, die machen immer dieses Despawn-Geräusch. Ohne wirklich zu despawnen. Gut, da ich mich mit diesen Viechern auseinandersetzen kann, gibt es hier noch andere Möglichkeiten lang zu. Ne, nicht? Okay, gut. Vielleicht oben. Hier vielleicht? Kommen wir hier in den Wald? Ne, kommen wir nicht in den Wald. Molotow. Ah, die Typen da oben haben einen relativ lang gegen den. Nein, schön, diesmal nicht. Ich glaube, die durchgehalten, würde ich sagen. Guck mal, hier hinten geht's in eine Höhle. Blutechos verlangt. Ach, meine Blutechos. Ach, die hat einer von den beiden Typen hat die beigehabt. Du wirst ein Secure über deinen typischen Bosskämpfer unterwegs, den Boss wird auch weiter in den Arsch treten. Naja, ich hab das halt so verstanden, dass du halt mehr am Blut rum. Ich bin halt immer noch überlegen, ob ich dieses Spiel mir wirklich besorgen möchte oder nicht. Weißt du, das klingt schon wieder so nach rumtänzeln. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, vor langer, langer Zeit in der Review. Ist das ein stationäres Geschütz? Stationäres Geschütz, oder? Was sind das hier eigentlich? Ist das ein Todesalbtrumpfi? Ja, oder? Ach, jetzt schießt es nicht mehr. Sieht aus wie Fotoapparate. Okay, man muss das nur den Typen weglocken, der das Ding bedient? Da! Ah! Ach, das sind Druckschalter! Und die stehen da drauf! Ach, jetzt verstehe ich das. Sehr perilous, sind ähnlich wie Bloodborne Ausweichen ausgelegt. Aber wirklich tanzen fand ich das nicht, okay. Ich habe, wie gesagt, noch nichts dazu gesehen. Die Geschütze funktionieren mit Druckschaltern. Das ist ja fies. Fies, 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 fies. Aber man muss ja nicht gegen Jäger kämpfen. Ja, genau, wir rennen in den Punkt gehen. Ich könnte noch mal versuchen, Froschi zu töten, aber... Nee, Froschi kann mich mal. Fällt aus, ich hab keinen Bock. Froschi sah so stark aus. Vor allem, nachdem ich hart daran gescheitert bin, ihm auszuweichen. So. Aua. Ja. Es ist ungefähr so, wie ich das erwartet habe. Mit dem großen Schwert geht es halt einfach besser, weil ich ihn dadurch immer stagger. So. Ist ein bisschen anstrengend, dieses Mal hier den Weg zu gehen. Hallo Jungs. Der hier ist zum Glück schwächer als die anderen. Und das ist das gleiche Geräusch, was ich mache, wenn ich sterbe, oder? Dieses Summ. Macht mal, Freunde, viel Spaß. Ich habe hier.
Ich habe Wichtiges zu tun. Ich muss hier. Entschuldigung, das ist wirklich was. Das ist wirklich Spoiler, fand ich das Video jetzt nicht, ob ich in der Bosskampf sehen würde. Naja, Spoiler, dass ich es mal so davon abgesehen ist. Ich meine, die im Bloodborne kannst du ja quasi auch keine Story spoilern. Du kannst ja maximal. Du kannst ja auch maximal die. Die Bosse halt. Also das Prinzip, wie die Bosse funktionieren. Aua! Voll die Erleichterung, dass wir das einfach ausschalten können. Das macht das so viel einfacher mit den Geschützen hier, wenn die Druckplatten endlich ausgelöst sind, kannst du da locker aufwirken. Ach, guck mal, jetzt wieder die Zeug. Prinzipiell sieht der Albtraum des Jägers aus wie die Mischung aus diesen tieferen Träumen, Albtraum. Ach, hier sind wir, wo die Fettis waren. Ich war hier in letzter Zeit ziemlich oft, weil ich hier gefarmt habe. Das sind ganz schön viele. Von hier da hinten ist ein richtiger Jäger, oder? Zeitbomben? Das ist neu. Die sind eigentlich recht lustig. Die kann ich irgendwie locken? Also in diese Falle rein? Aua. Macht nur einen einfachen Schlag. Ich hätte gerne seine Feuerart. Die ist schon irgendwie. Da gibt es schon ein paar Brownie-Punkte für, ne? Oh, vier Bunne. Kann ich dann die Maps des Eises-Spoiler ansehen? Ja, muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Oder in meinem Fall den Schrein von Fortuna in der Bude. Die machen bestimmt voll dolle Aua, die Zeitpumpe, oder? Weil die sind ja an sich ziemlich harmlos. Also, wenn die Waffen halten, mir passiert nichts. Ich hab schon wieder gedacht, ich schon wieder Schaden nehme von nichts. Was soll ich gerade sagen? Ach genau, das sieht halt aus wie diese verwandten Albträume. Nur, dass es halt im normalen Jahrnamen ist. Weißt du den? Den kenne ich glaube ich noch gar nicht. Weil im normalen Jahrnamen sah die Welt ja eigentlich relativ, neben den leicht verschrobenen Typen und den Werwölfen, sah die Welt ja eigentlich noch relativ normal aus. Und hier sieht es jetzt halt so aus wie in diesen verwandten Träumen, nur dass halt die Stadt noch so halb da ist. Ist es hier dieses Shortcut-Haus? Es ist das Shortcut-Haus! Verspäteter Molotow-Cocktail? Das sind die Dinger, was die auf mich werfen, oder? Oh, hier geht's ja so durch. Sind da oben die Straße. Hier. Na, scheiße. Ich wollte doch lesen! Darf ich jetzt mal verspäteter Molotow-Cocktail lesen? Danke, bitte. Fünf Stück. Besonderes Jägerwerkzeug, das in der alten Otto-Werkstatt herbeworfen wurde. Diese Molotow-Cocktails graben sich in den Boden, nachdem sie geworfen wurden und explodieren nach einer bestimmten Zeit. Leider musste dieses komplexe Gerät jedes Mal geopfert werden, wenn dieses ineffiziente Werkzeug eingesetzt wird. Aber verspielte Molotow-Cocktails werden von einer Minderheit unter den Jägern bevorzugt, die lieber trickreich vorgehen. Diese Kreation ist eine der ältesten bekannten Wurzeln der Pulverfässer. Also wir sind weiter in der Vergangenheit. Deswegen finden wir hier auch die alten Jägergewänder. Weil das hier die alten Jäger sind. Die von damals. Die schon wahnsinnig geworden sind. Als das Jäger noch wie Sand am Meer. Ach, guck mal hier. Der Renten ist bereits tot? Oh, fuck. Na, wie gleich Lebenspunkte gelevelt habe. Das hätte ich mir auch bedenken können. Da oben müsste gleich ein Wegpunkt kommen. Ich bin die Strecke halt die letzten, also bevor ich angefangen habe zu streamen gerade heute, bin ich die Strecke, da unten wäre nicht fertig gewesen, bin ich die Strecke hier ein paar Mal lang gelaufen, weil ich hier Heiltränke gefarmt habe, weil ich eigentlich dachte, dass ich hier German kämpfen möchte. Ich bin da doch, da hast du dein Feuer, den du wolltest. Was? Wo? Habe ich den gerade eingesammelt? Ich habe einmal nicht kurz hier aufgepasst, weil ich mich auf die Explosion konzentriert habe. Ach, tatsächlich, Eruptionshammer, jawohl, yay. Ein Trick war, den von der verwendet wurde, von der Werkstatt Ketzer in den Pulverfässer geworfen wurde. Ein gewaltiger Hammer, ausgestattet mit einem Miniaturofen. Ist er entzündet, gibt er eine Flammensalve ab, die beim Treffer heftig explodiert. Zermalt die Bestien und verbrennt sie. Die rohe Einfachheit des Eruptionshammers wurde von den Jägern mit einer akuten Abneigung gegen Bestien bevorzugt. Das ist wahrscheinlich quasi wie der Tonitrus, nur anders, oder? Genau. Das Ding ist genau wie der Tonitrus.
Quasi wie der Tonitrus, nur mein Fall hat nicht levelt, das nehmen wir lieber ganz schnell den. Macht der Feuerschaden tatsächlich? Er macht Feuerangriff, ja. Wie viel eigentlich? Mehr als mein Hackeball mit Dings? Dann muss ich gleich mal leveln. Das war gerade nicht mehr im Plan, diesen Schlag nach vorne zu machen. Nee! Es ist voll weit. Bis hierher. Oh, das ist ein Problem. Das ist echt weit jetzt. Habe ich einen Shortcut übersehen? Na, sehen wir gleich. Kann ich nicht einfach durch dieses. Wäre es nicht fast kürzer, wenn ich jetzt rückwärts. Also, kann ich nicht die Tür hier eintreten von der Kathedrale, in der ich spawne? Die da. Achso, da ist gar keine Tür. Okay, wenn da eine Tür wäre, könnte ich hier bitte eintreten und einen Wanddurchbruch machen. Ein bisschen wie eine. Es ist doch ein bisschen wie eine Matrix hier, das Ganze, ne? Da ist. Sich die Landschaft verändert. Gut, das ist das komische Albtraum. Ach, den gibt's ja auch noch. Ich hab ihn ganz vergessen schon wieder. Die haben immer so fürchterlich viel Reichweite, die Typen. Oh, das hat mich gestaggert. Ich möchte nicht sterben. Jetzt müssen die Raben tun mir nichts. Nein, er droppt direkt 1000 Seelen. Das fände ich jetzt nett für ihn. Ich kann den Typen ja nicht einfach vorbeirennen. Was? Also ich glaube garantiert nicht, weil hier dieses komische Feuerdings ist. Der hat das ja nicht losgemacht. Das haben die Typen übrigens gar nicht so viel Schaden gedrückt. Ach, jetzt muss ich an den ganzen Pistolentypen wieder vorbei. Oh. Habe ich schon erwähnt, dass das voll weit war? Wo ich gerade gewesen bin? Aua. Stimmt tatsächlich, das ist so ein kleiner Mini-Albtraum. Also ein bisschen kleiner als die anderen, glaube ich. Bursche, komm mal her, ich brauche dein Leben. Schön, dass ich meine Pistole nur zum Pullen benutze und nicht irgendwie um die Leute zu parryen oder was Cooles zu machen. Ist das nicht wirklich her? Das kommt mir nur weit vor. Das ist nicht quasi das gleiche. Mal, ob es mir jetzt weit vorkommt oder weit ist. Macht ja für meine Wahrnehmung eigentlich keinen Unterschied. So, der Typ ist jetzt auch neu. Immer noch wieder da. Kann ich die vielleicht schnell umhauen? So. Bursche. Ich würde mich ja. Warte mal. Nehmen die ja nicht mehr Schaden, wenn ich die mit denen. Ich mag den Tonitrus als Waffe ja voll. Aber leider. Das habe ich niemals nicht, einfach nicht gut. Aber ich mache coole Geräusche. Das wertet ihn schon sehr auf. Aua! Warum habe ich eigentlich vorhin dann auf mich auch nur der Hoffnung hingegeben, dass die Typen, dass die Feuerhammer-Typen den Feuerhammer droppen? Ich glaube, in ganz Bloodborne hat noch nie irgendein Gegner. Hier ist er, möchte ich mal gucken. Hat noch nie irgendein Gegner eine Waffe fallen lassen. Findest du immer noch in der Landschaft. Das sieht hier nach Weg ohne Wiederkehr aus in dem Blut. Ne, ich verzichte. Zeug? Nein, okay. Gut, ach. Waren hier letztes Mal auch schon drei Typen unten?
Oh, das sieht weniger nach Weg ohne Wiederkehr aus. Ist hier vielleicht irgendwo eine Laterne? Das da hinten sieht irgendwie aus wie der sichere Tod. Toll.